Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dauertest-Tagebuch. Und wie der Name schon sagt, ich bin heute in einer besonderen Mission unterwegs, denn ich darf heute ein neues Redaktionsmitglied begrüßen. Hinter mir in dieser Halle steht er, und zwar ist es ein Karthago C-Tourer. Ich bin hier nämlich in Aulendorf am Karthago-Werk und bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Da kommt er auch schon. Das ist er also, der Karthago C-Tourer I148 LE, über 7,50 Meter lang, also ein wirklich stattliches Redaktionsmitglied. Und gebracht hat ihn mir der Alexander Wehrmann von Karthago. Servus Alex. Hallo Christian. Alex, unser neues Redaktionsmitglied ist ja wirklich ein stattliches Kerlchen, sage ich mal, über 7,50 Meter lang, ja. Und hat einen Stern auf der Haube. Was ist denn überhaupt so das Besondere der C-Tourer-Baureihe? Genau, der C-Tourer ist ja unsere Alleskönner-Baureihe, bis 3,5 Tonnen, über 3,5 Tonnen, unterschiedliche Fahrzeuglängen auf Fiat und jetzt eben ganz neu auch auf Mercedes. Und das Schöne ist, wir freuen uns total, euch im Grunde zwei Highlights in einem sozusagen übergeben zu dürfen, nämlich der Tourer an sich ist neu und dann eben jetzt auch neu auf Mercedes-Benz Sprinter-Basis. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir so ein Fahrzeug bei uns begrüßen dürfen für mindestens ein Jahr, vielleicht ja sogar länger. Mal gucken. Die Kollegen werden damit in Urlaub fahren, wir werden Dienstreisen damit machen. Die Kollegen von der Motorradredaktion fahren wahrscheinlich auch mal an die Rennstrecke damit. Also er wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr beliebtes Fahrzeug. Aber eins fehlt noch, Schlüssel? Ach so. Hier ist er. Wunderbar. Ich bin weg. Tschüss. Danke. Viel Spaß damit. Fast vergessen, bevor ich losfahre, zeige ich euch das Fahrzeug natürlich erst nochmal. Fangen wir vorne an. Hier natürlich fällt sofort das Karthago-Gesicht ins Auge. Man sieht hier den Mercedes-Stern, dass auch ein Daimler unter der Haube ist. Und das Besondere ist auch die tiefgezogene Frontscheibe. Das heißt, man hat in diesem Fahrzeug eine ziemlich gute Sicht nach vorne, was direkt vor dem Fahrzeug passiert. Ein Extra, was wir uns gegönnt haben, sind die Voll-LED-Scheinwerfer, die natürlich bei Nacht für gute Sicht sorgen. Hier an der Seite haben wir eine wirklich breite Fahrertür und um den Einstieg noch komfortabler zu gestalten, gibt es hier eine automatische elektrische Trittstufe. Hinter dieser Klappe ist der Zugang zum Doppelboden und wenn man mal reinschaut, sieht man, dass hier auch richtig viel Stauraum vorhanden ist. Also hier kann man auch für die lange Reise viel mitnehmen. Hier hinter haben wir den Gaskasten, schön tief, das heißt, man kommt gut an die Flaschen ran, wenn man sie mal wechseln muss. Und es sind auch zwei drin, also wir sind komplett reisefertig. Gehen wir mal ans Heck. Am Heck prangt dann nochmal deutlich sichtbar der Mercedes-Stern, dass man weiß, mit was man unterwegs ist. Und eine Rückfahrkamera haben wir natürlich auch an Bord. Eine große Stärke dieses Fahrzeugs ist die wirklich riesige Heckgarage. Ich mache hier mal auf. Und da sieht man auch schon, belastbar bis 350 Kilogramm. Also hier passt sogar der Motorroller rein. Und damit man keine Zuladungsprobleme kriegt, ist dieses Fahrzeug als 4,2 Tonner zugelassen. Für alle Inhaber des Führerscheins Klasse 3 ist das gut. Für die anderen Redaktionskollegen ist es dann eher schlecht. Aber wenn man den alten Dreier hat, kann man sich freuen. Weiter geht's hier mit dem Toilettenschacht. Naja, ein bisschen abgedichteter könnte schon sein, aber wir werden sehen, ob das Probleme bereitet im Dauertest. Und hier unten haben wir nochmal eine Klappe. Upsala. Ist nochmal ein kleines Außenstoffach. Wird sich auch dazu eignen, hier die Kabeltrommel zum Beispiel unterzubringen. Und eine letzte Klappe hier vorne ist nochmal ein Zugang zum Doppelboden. Das sieht doch alles soweit gut aus. Es ist kalt. Ich würde sagen, lass uns mal reingehen.
ich habe jetzt Platz genommen in unserem neuen Dauertester, der noch namenlos ist. Ihr wisst ja, unsere Dauertester haben immer irgendwelche Namen und die Instagram-User von ProMobil, die bestimmen den. Das werden sie in den nächsten Tagen machen. Ich bin gespannt, was rauskommt. Also wir haben ja vor kurzem unsere Ella bekommen, unsere Ella Etrusco. Hier haben wir ein Karthago. Wie wäre es mit Kalle? Cora? Ah, Kalle. Kalle finde ich gar nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie ihr euch entscheidet und wie er dann mal heißen wird, unser namenloser Integrierter. So, was haben wir denn hier? Wir haben ja eine große L-Sitzgruppe. Die Fahrersitze sind gut zu integrieren. Man sitzt hier wirklich bequem. Man hat den Tisch, den man verschieben kann, dass man von überall an sein Essen und an seine Getränke herankommt. Das funktioniert prima. Hier drunter kommt man an den Doppelboden, wo auch die Außenklappe vorhin zu sehen war. Also das ist auch schön gelöst. Man muss hier nicht groß umbauen. Es ist einfach alles ein Teil. Man muss natürlich hier ein bisschen mit dem Sitz aufpassen, dass es nicht schabt. Deswegen ging es gerade nicht so gut. Aber das, finde ich, wirkt alles sehr schick. Auch dieses Leder, was so ein bisschen Alcantara-Optik hat, Wildleder. Stoff und hinter diesem Griff, zack, verbirgt sich ein wirklich großer Fernseher. Da werden die Kollegen, die damit auf Reisen gehen, sicher ihre Freude dran haben. Hier haben wir dann noch die Elektronik, auch passend zum Fernseher. Also hier ist wirklich alles da, was man sich so wünscht. Und natürlich gibt es hier nicht alles serienmäßig. Wir haben ein bisschen in der Aufpreisliste gewildert. Ich habe hier die Ausstattungsliste dabei. Also der Grundpreis dieses Fahrzeugs beträgt 96.350 Euro. Und wir haben dann den 170 PS Motor drin. Wir haben die 9-Gang Automatikschaltung, die Voll-LED Frontscheinwerfer, die automatische Einstiegsstufe, die ich vorhin gezeigt habe, die große Heckgaragentür, ein Steckdosenpaket, eine Kaffeekapselmaschine, die zeige ich euch gleich noch, dann TV-Schrank im Schlafraum, Teppichboden im Fahrerhausbereich, zwei Pakete, ein Chassispaket, die Klimaanlage, ein Mediapaket und das große M-Box hier vorne, sodass wir am Ende insgesamt bei 118.719 Euro landen. Also haben wir schon ein Fahrzeug der Luxusklasse. Und wenn man mal zu viert auf Reisen gehen möchte, gibt es hier natürlich noch ein Hubbett auf Lattenrosten. Sie fühlt sich relativ hart an, die Matratze. Ich bin gespannt, was die ersten Tester dazu sagen werden. Aber es ist da, Lampen sind auch da. Das funktioniert doch alles. Vorhänge hier rein, zack. Gut, weiter geht's mit der Küche. Hier haben wir einen L-förmigen Küchenblock mit dreiflammigen Gasherd und unter dieser Abdeckung befindet sich das Waschbecken. Kann man natürlich auch als Schneidebrett benutzen oder man hängt es einfach hier ein und hat dann eine Ablage mehr. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben eine Kaffeemaschine an Bord. Das wird wahrscheinlich ein sehr beliebtes Extra werden. Die versteckt sich hier oben. Kann man sich schön den Kaffee in der Früh kochen, wenn man mal auf Dienstreise ist. Ansonsten Stauraum gibt es mehr als genug hier in diesem Oberschrank. Wir haben hier unten die Besteckschublade zum Beispiel oder auch hier eine wirklich große Schublade. Da sind jetzt gerade die Fahrzeugunterlagen drin. Also mit dieser Küche kann man, glaube ich, im Urlaub sehr gut zurechtkommen. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann noch einen großen Kühlschrank mit Gefrierfach und es ist ein Dometic Serie 10 mit Doppelanschlag. Das heißt, man kommt von beiden Seiten gut an die Lebensmittel ran. Und weiter geht's mit dem Badezimmer. Hinter dieser Tür, die sehr weit aufschwingt, also sie geht hier einmal ganz außen rum, hier geht es ganz knapp an der Rückwand der Sitzgruppe vorbei. Das ist wirklich Maßarbeit. Und hier oben an einem Stopper wird sie dann aufgefangen und man hat freien Blick in den Sanitärraum. Hier
ist dann noch ein Wandschrank, ein Regalschrank für Shampoo, Zahnpasta etc. Einen wirklich großen Spiegel. Das Waschbecken ist auch groß genug dimensioniert. Zahnputzbecherhalter, Seifenspender, offene Ablagen und hier eine drehbare Toilette. Geduscht wird in der integrierten Dusche. Die wird mit diesen Plexiglasscheiben abgetrennt und auch die Stehhöhe scheint selbst für meine Größe ausreichend zu sein. Ich bin gespannt, wie sich das im Alltag bewährt. Man kann den WC-Raum auch abtrennen, und zwar zum einen hier hinten. Doch diese Wand ist mal also, ist das vom Schlafzimmer aus blickgeschützt, oder wenn man einfach den schlafenden Partner nicht stören möchte, kann man ihn da quasi aussperren. Oder aber man trennt es nach vorne hin ab. Das geht dann mit dieser Schiebewand. Die fährt man hier so aus, klappt die Tür auf, die haftet magnetisch und dann hat man den Sichtschutz nach vorne. Das wirkt alles sehr gut gelöst. Ich bin gespannt, wie sich das im Testalltag bewährt. Weiter geht's. Moment, ich stehe gerade hier. Machen wir den Kleiderschrank gleich mal. Der ist wirklich hoch beleuchtet. Kleiderstange. Hier nochmal ein Regalfach. Also da kriegt man seine Klamotten schon gut unter. Aber jetzt geht's weiter im Schlafzimmer. Hier im Heck warten zwei Einzelbetten. Das linke hier ist etwas länger als das rechte hier. Also ist das das Bett meiner Wahl. Und mal schauen, ob 1,93 hier bequem schlafen können. So. Ja. Das geht sehr gut und die Matratze ist auch tatsächlich sehr bequem. So, ich komme noch mal vor, denn hier drunter verbirgt sich noch mal ein Kleiderschrank, der entweder von hier oben zugänglich ist oder eben hier von der Seite. Man kommt also gut ran, er ist auch sehr tief, da kriegt man sogar längere Mäntel unter. Und was man hier sieht, sind noch die Umbausatzteile für die Betterweiterung, denn mal das mal wieder runter. Wir haben hier diese Treppe, die ist verschiebbar. Mal schauen, ob das geht, wenn ich sitze. Dann schiebt man das hier einfach nach vorne. Zack. Macht hier das Zusatzpolster rein und hat dann eine große Liegefläche. Jetzt muss ich doch mal schnell hier aus dem Bild gehen, damit ich das wieder zurückkriege. So. Zack. Treppenfächer haben wir hier in den Stufen auch noch. Und hier ist noch mal ein Schrank. Die Matratzen liegen auf Lattenrosten, wie man sieht. Und natürlich haben wir nicht nur den großen Fernseher vorne, es gibt auch einen kleinen hinten. Hier hängt allerdings noch der Dummy drin. Den müssen wir dann mal gegen einen echten 24 Zoll Fernseher ersetzen. Dann kann man auch im Schlafzimmer schön Fernsehen schauen. Und wenn man ihn nicht braucht, verschwindet er schön unsichtbar. Ansonsten, was kann man noch sagen? Stehhöhe hat man hier im ganzen Fahrzeug wirklich ausreichend. Also wie gesagt, ich bin 1,93, habe also hier auch überall noch Kopffreiheit, kann mich hier gut bewegen. Also ich würde sagen, ich freue mich auf die ersten Fahrten. Ich habe jetzt Platz genommen auf den wirklich sehr bequemen Agouti-Pilotensitzen und freue mich, dass ich unser neues Redaktionsmitglied in die neue Heimat bringen kann, nach Stuttgart in die Redaktion. Dann wird er mit Kollegen auf Urlaubsreisen gehen, auf Dienstfahrten gehen. Manche Leute werden ihn mit auf die Rennstrecke nehmen. Also wir sind gespannt, was unser Karthago hier so alles erlebt, und wir sind gespannt, wie er denn heißen wird. Schaut mal rein auf den Instagram-Account von promobil.de. Vielleicht läuft die Abstimmung ja noch, wenn ihr das hier seht. Ansonsten erfahrt ihr im nächsten Video, wie er hier heißen wird. Das war's. Schreibt uns in die Kommentare vielleicht, was ihr von diesem Fahrzeug haltet und was ihr zu kritisieren habt, was euch gefällt. Wir sind gespannt drauf. Ansonsten lasst uns ein Like da, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Weil, was ich noch nicht gesagt habe, wir werden euch natürlich auf den Laufenden halten über die Erlebnisse von Kalle Karthago, Corinna Karthago oder wie auch immer. Ciao!